200 Jahrhunderten sitzt der Imperator reglos auf dem goldenen Thron der Erde. Nach göttlichem Willen ist er der Herr der Menschheit und durch die Macht seiner unerschöpflichen Armeen der Herrscher über 1 Million Welten. Er ist ein verrottender Leichnam, den mystische Gerätschaften aus dem dunklen Zeitalter der Technologie am Leben halten. Er ist der Aasherrscher des Imperiums, dem täglich tausende Seelen geopfert werden, damit er niemals wirklich stirbt. Doch in seinem Untod bleibt der Imperator ewig wachsam. Mächtige Raumflotten durchqueren das dämonenverseuchte Miasma des Warps, der einzigen Verbindung zwischen fernen Sternen und das Astronomikan, die physische Manifestation des Willens des Imperators, ist Licht auf ihren Wegen. Gewaltige Armeen ringen in seinem Namen auf zahllosen Welten miteinander. Steinerner Schlaf. Unter den Ruhmestaten der Menschheit, die sich erhoben und wieder vergingen, schlummern sie. Im Schatten jenes vergessenen Zeitalters schlummern sie. Im zitternden Griff, der die Vergangenheit erwecken möchte, schlummern sie. Weck die schlafenden Alten nicht. Prophezeiung unbekannten Ursprungs, gefunden in den Grüften der Wachfestung Erioch. 3 Wochen sind nach eurem Kampf auf der Oberfläche und im Inneren der Schwarmflotte vergangen. Avalos ist vorerst sicher und kann neu aufgebaut werden. Die Inquisition und das Administratum werden diesen Planeten neu strukturieren, wieder besiedeln und befestigen. Ihr habt derweil eure angegriffenen Körper durch das Apothekarium versorgen lassen und konntet nach Eintreffen der Donnerwort den Sprung zurückwagen. Zurück zum Brunnen der Nacht, des stabilen Warp-Tors im Jericho-Sektor, durch den die Armee mit frischen Rekruten versorgt wird. 3 Wochen des Hypnoschlafs und Trainings in den großen Hallen des Deathwatch-Schiffs. Nächstes Ziel, die Festungswelt Karlak. Diese Festungswelt stellt das Herzstück der militärischen Macht des Kreuzzugs und den Anker der zahllosen Verteidigungsanlagen des Eisenkragens, der den Besitz des Warp-Tors für das Imperium sichert, dar. Zuerst trefft ihr auf eine Sphäre mechanisierter Kampfstationen, deren Augurenstaffel beständig die Leere abtasten. Ein paar davon erfassen die Donnerwort mit ihren schweren Plasmabatterien und verfolgen ihre Flugbahn. Dann folgen die massiven Raumdocks, auf denen die Adepten des Mechanikus Raumschiffe reparieren und neue für die imperiale Flotte bauen, was ein extrem zeitaufwendiger und schwieriger Vorgang ist. Bei diesen hochaufstrebenden Spitzen und gigantischen Andockplattformen sieht man praktisch jede Art von Raumfahrzeug, das die Flotte zu bieten hat, von glitzernden Raumjägern bis hin zu titanischen Kreuzern, die so schlimm zugerichtet wurden, dass sie praktisch nur noch ausgebrannte Skelette sind. Dennoch haben sie die Raumkämpfe überlebt, die ihre Mannschaften in den Tod gerissen haben, und werden bald die nächsten Einsätze fliegen. Näher an dem grau-grünen Planeten Karlak treiben Versorgungsstationen, fortschrittliche Sensorenstaffeln und riesige Kasernen in den Leeren des Weltraums. Die Atmosphäre des Planeten ist durch die zahlreichen industriellen Aktivitäten grau geworden, und selbst von hier oben kann man an einigen Stellen riesige, braune, aufgewölbte Staubwolken gigantischer Bauprojekte, die gerade in Gang sind, sehen. Während ihr dort steht an den verglasten Fenstern, die hochgelassen worden sind, könnt ihr erkennen, wie sich ein weiteres Inquisitionsschiff in eure Richtung aufmacht. Brüder, ich sehne mich nach der nächsten Schlacht. 3 Wochen sind vergangen und wir hatten nichts zu kämpfen. Das Werk des Imperators ist nie getan. Unsere Aufgabe wird uns finden. Früher oder später. Manchmal muss man sich seine Aufgabe selber suchen, um dem Wille des Imperators zu folgen. Der jämmerliche Xenos-Abschaum steht keine Chance, sich uns in den Weg zu stellen. Traurig, dass sie es überhaupt noch versuchen. Und doch ist es nicht an uns, zu entscheiden, wo wir kämpfen.
Aber ich freue mich, dieser Welt mal einen Besuch abstatten zu dürfen. Hört doch. Nur Großartiges davon. Schade, dass unsere Fist nicht dabei sein kann, um die Verteidigung zu inspizieren. Er würde sich doch sicher freuen. Das glaube ich auch, Bruder. Es ist eine wahrhaftige Schande, dass wir die Schönheit und den Glanz der Reiche der Menschen diesen Bauten opfern müssen. Aber es ist nötig. Es scheint so, als würde das Inquisitionsschiff bald andocken. Unsere nächste Aufgabe wartet, Brüder. Zeit zum Warten ist vorbei. Bruder Minios, als du den Namen des Schiffes erkennst, fährt ein heißer Schmerz durch deinen gesamten Körper. Die Angelus Invictus, hochgotisch für den unbesiegten Engel. Du hast eine kurze Reflexion auf deinem Auge und stehst in dem Schlachtschiff von Horus selbst. Kämpfst an der Seite deines Herrn. Spürst den Schmerz, den er gespürt hat. Allein dieser Name auf dem Schiff der Inquisition reicht aus, um dich würgen zu lassen. Arminius dreht sich von den anderen weg und schaut aus dem Fenster, damit sie seine überglasenen Augen nicht sehen, und wird noch lange auf den Planeten unter sich hinabblicken, wenn die anderen schon längst in Richtung der Luftschleuse angegangen sind. Haben wir anderen etwas von Bruder Arminius' Zustand mitbekommen? Können wir eine Wahrnehmungsprobe oder sowas machen? Ja, Wahrnehmung, warum nicht? Würde ich euch aber plus minus null erlauben. Denn Arminius wird selbstverständlich darauf achten, dass so etwas nicht gesehen wird. Denn bei dem Blood Angels weiß natürlich jeder davon. Es gehört trotzdem zum guten Ton, so zu tun, als täte man es nicht. Ein Erfolgsgrad bei mir. Moment, ich muss gerade gucken. Mindestens einen habe ich auch. Ja, das sind sogar zwei Erfolgsgrade. Ich halte natürlich eher meine Augen auf die Zustandsmonitore meiner Brüder und auf ihr Verhalten, weshalb das an mir vorbeigeht. Ja, ihr habt selbstverständlich von der Gensaat oder von dem Fluch gehört, der die Blood Angel betrifft. Es gibt mehrere Flüche, aber einer davon ist wohl unweigerlich mit Sanguinius verknüpft. Sie versuchen das natürlich geheim zu halten, aber irgendwann kommen natürlich die finstersten Geheimnisse raus. Und so wisst ihr von dem unsäglichen Schmerz, der an jeden Blood Angel durchfährt. Das Schiff selbst ist von bescheidener Größe im Vergleich zu eurer doch etwas größeren Donnerwort der Inquisition. Es ist allerdings stark modifiziert, und wenn ihr dann seht, wie die Bremsdüsen auf jeweils beiden Schiffen funktionieren und man sich dann gegenseitig anpirscht, die Geschwindigkeit rausgenommen wird und dann irgendwann die Brücken rübergelassen werden mit den ausfahrbaren metallenen Gangways zwischen den Schiffen, könnt ihr dann eben auch irgendwann zu den Schleusen gehen, die dann nach euch rufen. Einzelne Adeptus Mechanicus Priester, die euch dann bis dorthin noch einmal begleiten, die Türen ein letztes Mal segnen, Weihrauch schwenken und noch einige Maschinenöle auftragen, bis dann ohne ein einziges Quietschen die Tore aufgehen und ihr über die Leere spazieren könnt in Richtung der Angelus Invictus. Ich möchte noch mal fragen. Also, wir sind uns darüber bewusst, dass Bruder Arminius irgendein Problem hat. Sind wir uns auch darüber bewusst, was er für ein Problem hat? Ich denke, ihr wisst im Allgemeinen, dass Blood Angels zur spontanen Melancholie neigen. Nennen wir es mal so. Das klingt ganz gut. Okay, dann würde ich ganz gerne zu meinen Brüdern sagen, Brüder, lasst uns vorangehen. Und Arminius so ein bisschen zurücklassen, sodass er Zeit hat, wieder zu sich zu kommen. So sei es. Und selbiger wird, wie bereits gesagt, noch eine Weile den Planeten hinabstarren, ehe er sich dann besinnt, den anderen zu folgen. Ja, ihr könnt, wenn ihr dann auf der anderen Seite des Schiffes steht, seht ihr dann, wie dort eine Inquisitionsagentin steht, wohl eine Soldatin, die sich euch auch als Anella vorstellt. Könnt ihr dann natürlich noch gehörig warten, bis dann auch Bruder Arminius selbst herantritt, damit dann ihr gemeinsam aufschließen könnt.
Ihr wisst noch nicht genau, worum es geht. Die Donnerwort selbst wird wohl auch wieder mit sämtlichen Vorräten versorgt, die man dann hier wieder aufnehmen kann. Der Kampf, der dann nach draußen getragen wird, am besten eben von dieser Station, von dieser mobilen Station. Aber wer auch immer euch dort drüben erwartet, irgendeinen Auftrag wird das wohl geben. Ah, meine Engel. Willkommen auf der Angelus Invictus. Ihr seid vollzählig? Dominus blickt sich etwas unsicher zwischen seinen Brüdern um. Er weiß natürlich, dass der Imperial Fist nicht da ist, aber scheint sich nicht ganz sicher über seinen Verbleib zu sein. Nun dann, wenn ihr mir folgen mögt, ich deute das jetzt einfach mal als ja. Habt ihr denn eine Aufgabe für uns, die 4 Space Marines würdig ist? Ich nicht, aber meine Herren. Nun gut. Dann geht voran. Sie bringt euch durch das Schiff in einen der hohen, abgerundeten Türme, den Messingturm, der sicherlich schon Jahrtausende alt ist. Ein uraltes Schiff, modifiziert, wie gesagt, stetig verbessert. Und wenn ihr dann an die Tore herantretet, eines dieser Türme, könnt ihr dann die Litanei des Hasses erkennen, das Mal der Xenos. Offensichtlich ist wohl die Inquisition mit eurem Stammorden, dem Ordo Xenos, unterwegs. Ihr könnt gemeinsam mit der Soldatin durch das unversperrte Tor gehen und eine Wendeltreppe 2-3 Stockwerke nach oben treten, bis ihr dann in einem großen Audienzsaal ankommt, in dem eine Inquisitorin steht. Sofort zu erkennen an der dem Rosarius. Ihr könnt eine Mauer sehen aus durchsichtigem Plaststahl, an dem sie steht. Von dort aus ein atemberaubender Blick in die Leere, auch auf Karlak, den ihr eben schon am heischen konntet, gerade zu dieser Tageszeit, wo die Sonne schwächlich am Himmel aufgeht. Ihr könnt das ferne Licht erkennen eines kalten, aufgehenden Sterns. Und sie steht dort mitten auf dem doch recht farbenfrohen Marmorfußboden, hat die Hände hinter dem Rücken verschränkt und dreht sich dann zu euch. Sobald ihr den Raum betreten habt, ergreift sie direkt das Wort. Ich will mich kurz fassen, die Zeit drängt. Possenreißer und Untätige haben schon zu viel Zeit vergeudet. Ich glaube nicht, dass ihr die Gelegenheit hattet, meinen Kollegen Inquisitor Zar Vincent kennenzulernen. Er war oder ist ein guter Mann mit einem Gespür für Verborgene. Vielleicht war das letztlich sein Untergang. Er versuchte eine ständig wachsende Zahl von besorgniserregenden Zwischenfällen in Karlak. Karlaks weniger gezähmter südlicher Hemisphäre, die vermutlich mit einer Xenos-Präsenz in Verbindung steht. Ich glaube, ich kann mir sparen auszuführen, welche schwerwiegenden und katastrophalen Konsequenzen es haben könnte, wenn sich ein derartiges Gerücht für die wichtigste Festungswelt des Kreuzzugs bewahrheitet. Dennoch hat man seit Monaten nichts mehr von Vincent gehört. Bis jetzt. Dabei hält sie einen Brief nach oben. Willst du den Brief vorlesen oder reicht sie ihn uns? Sie reicht ihn euch. Dann gehe ich mal einen Schritt vor und nehme den Brief entgegen. An Inquisitorin Arielle Quist von Inquisitor Zar Vincent. Betreff die Stadt unter dem Meer. Priorität Emblatis? Emblatis. Okay. Arielle, ich weiß, unser letztes Gespräch ist nicht so angenehm verlaufen, wie man sich das wünschen könnte. Doch ich bete um göttliche Führung, wer meine Aufgabe, bei der ich gescheitert bin, für mich vollenden könnte. Und nur dein Gesicht steigt aus dem Rauch des Zweifels auf. Eine sehr blumige Ausdrucksweise. Ja, ich heb die Augenbraue und schüttel den Kopf. Ich stehe gefährlich knapp davor, die Wahrheit über die Legenden und Todesfälle, die mit Karlheinz Südmeer in Verbindung stehen, herauszufinden. Meine letzten Arbeiten mit dem Inselsensorensystem haben unzweifelhaft ergeben, dass sich eine Reihe von künstlichen Anlagen unter dem Meer befindet. Ich habe den Standort schon fast mit ausreichender Präzision triangulieren können, um mich auf den Weg dorthin zu machen. Ich muss jedoch vermuten, dass nicht nur ich an den Ruinen interessiert bin. Auf den umliegenden Inseln wimmelt es geradezu von Xenokultisten. Besonders beunruhigend ist die Tatsache, dass sie sich in letzter Zeit als ausnehmend gut organisiert erwiesen haben. Ebenso beunruhigend ist
ein Kern gut erforschter Theorien über die Xenos-Vergangenheit des Planeten, die die Grundlage ihrer meisten Glaubensdogmen zu bilden scheinen. Es erscheint mir extrem unwahrscheinlich, dass die Bewohner des Planeten selbst zu diesen Schlussfolgerungen kommen konnten. Entweder werden diese Rebellen und Kultisten durch eine Macht von außerhalb des Planeten unterstützt, oder Kalaks alte Bewohner sind nicht so tot, wie wir närrischerweise angenommen haben. Ich muss noch eine letzte vorbereitende Maßnahme treffen, bevor ich zu diesem verfluchten Wasser aufbreche. Ich bete zum Thron, dass ich nur Tote finde. Wie du ja nur zu gut weißt, war die Vorsicht schon immer mein Fluch und Segen zugleich. Wenn mir etwas zustoßen sollte, findest du meine Aufzeichnung in meinem Quartier in der Zitadelle, Primaris. Und sollte dies meine letzte Gelegenheit sein, dir zu schreiben, möchte ich noch sagen, dass es mir leid tut. Der Imperator beschützt. Zaya. Welche bösartigen Kräfte auch immer dieses Geheimnis beschützen mögen, haben vielleicht bereits die Angehörigen meines Ordens getötet. Ich plane nicht, ihr nächstes Opfer zu werden. Daher die Frage, werdet ihr mich unterstützen, diese Xenos-Bedrohung auf Kalak zu enthüllen und zu läutern? Ihr befehlt und wir gehorchen. Sehe ich das richtig, dass der Inquisitor verstorben ist? Nun, wir müssen davon ausgehen, die Wirren der Bürokratie hat leider auch die Inquisition erreicht. Wir müssen diesen Brief leider auf ein Jahr Alter schätzen. Wir haben seitdem nichts mehr von ihm gehört. Wie lange ist das her, Inquisitorin? Nun, dieser Brief wurde vor einem Jahr geschrieben, aber er erreichte mich erst vor wenigen Stunden. Und da ich nicht ganz sicher war, wie ich mit meinen wenigen verbliebenen Einheiten hier operieren soll, dachte ich mir, wenn die Donnerwort uns denn schon erreicht, dann ist das ein Zeichen des Imperators. Er schickte mir euch. Dieses Zeichen müssen wir folgen. Wir können davon ausgehen, dass ihr bereits versucht habt, den Inquisitor in der Zitadelle Primaris zu kontaktieren? Davon könnt ihr ausgehen. Die Funkverbindungen sind selbstverständlich auf Kalak ausgeweitet und wir haben nachgefragt. Da wurde uns auch bestätigt, dass der Inquisitor das letzte Mal vor einem Jahr gesehen wurde, als er aufbrach. In Richtung des Südmeers. Steht ihr in weiterem Kontakt zu Bodenkräften, entweder eurer oder seiner Gefolge? Nun, mein Gefolge ist klein. Ich habe einen Vindicare-Assassinen und selbstverständlich auch einen Navigator hier auf dem Schiff. Allerdings würde ich von keinem weiteren der Soldaten Gebrauch machen wollen. Sind sie doch nicht für solch eine Mission geeignet. Mein Gefolge ist jung. Ich bin erst seit 5 Jahren Inquisitorin. Wir verstehen, Inquisitrix. Wir stehen euch selbstverständlich bei. Allerdings muss auch euch klar sein, dass unser Auftauchen in der Zitadelle oder anderswo auf dem Planeten alle Aufmerksamkeit auf euch ziehen wird und die Untersuchung behindern könnte. Nun, wahr gesprochen, Bruder. Ich weiß nicht, ob das die beste Verwendung unserer Stärke ist, wenn wir Nachforschungen betreiben sollten, da wir zwar viele großartige Eigenschaften haben, aber die Unauffälligkeit steht nicht an erster Stelle. Nun, selbstverständlich gibt es dort unten viele Menschen, wohl aber keine Astartes, unter die ihr euch mischen könntet, das ist wohl richtig. Aber ich glaube trotzdem daran, dass ihr dort ermitteln könnt, wo es ein Inquisitor nicht konnte. Wo es uns an Geheimhaltung und der Technik liegt, habt ihr es vielleicht mit Widerstandskraft und Gewalt. Vielleicht ist es dieses Mal nützlicher, da mein ehemaliger Kollege war erfahrener als ich. Die Wellen des Verrats sollen unserem harten Panzer zerbrechen. Dies ist wahr. Was wissen wir über diese Xenokreaturen, die diesen Planeten oder diesen Sektor 1 bewohnt haben? Nun, wenig. Es gibt zwar einige Gerüchte über eine, nun ja, sagen wir, Stadt unter dem Meer, aber dazu müsstet ihr die Bewohner von Kalak selbst fragen. Sie wurde zwar vor einigen Jahren schon ausgehoben, aber die ehemalige Bevölkerung des Planeten existiert dort noch immer. Zwar leicht verarmt und
Nun, abgeschnitten von Vorräten, gärt sicherlich auch in ihnen der Verrat und die Missgunst des Imperiums. Das ist allerdings eine Sache, die der Prinzpräfekt klären musste oder der Lord Gouverneur. Das ist keine Sache der Inquisition, zumindest eventuell des Heretikusordens. Ich dagegen konzentriere mich auf die Xenoidenwesen. Habt ihr Zugriff auf seine des verehrten Inquisitors Aufzeichnungen außer diesem Brief? Nun, wie ich bereits sagte, wir haben diese Mitteilung erst vor wenigen Stunden bekommen. Ich würde gemeinsam mit euch den Lord General Castus Jakton besuchen, der uns sicherlich vor Ort seine Hinterlassenschaften geben könnte, so wie in diesem Briefe steht. Das heißt, ihr begleitet uns auf diese Mission? Nun, ihr begleitet mich, aber ja. Das hört sich sinnvoll an. Wir werden innerhalb des Tages einsatzbereit sein. Wenn ihr noch etwas brauchen solltet, sagt mir bitte Bescheid. Mein Schiff ist zwar, nun, alt, aber gut ausgerüstet. Wenn ihr etwas braucht, dann sagt bitte Bescheid. Das Primärziel wurde so definiert, dass wir die Xenokultisten ausheben oder eher den Inquisitor finden und retten. Genau, primäres Expertenziel, Inquisitor und Quist vor Schaden beschützen. Primäres Expertenziel Nummer 2, Inquisitor Vinzenz Nachforschungen im Südmeer beenden. Und primäres Veteranenziel sind wohl weitere noch angelegt. Sekundäre Novizenziele, Veteranenziele werden sich höchstwahrscheinlich auf dem Planeten ergeben. Aber zunächst sollt ihr die Inquisitoren beschützen und die Nachforschungen von Vincent beenden. Frage: Welche Priorität hat die Extraktion des Inquisitors? Sollte er sich noch als lebend erweisen? Nun, ich wäre natürlich dankbar darüber, hege allerdings keine allzu großen Hoffnungen, dass er noch am Leben ist. Nicht nach einem Jahr. Ich wiederhole, welche Priorität hat die Extraktion des Inquisitors? Sie blickt noch einmal auf den Brief in den Händen von Octavius. Keine allzu große. Verstanden. Wenn der Imperator es möchte, lebt er noch. Wenn nicht, ist er im Sinne des Imperators von uns gegangen. So ist es. Wir dienen auch im Tod. Also ist das Primärziel, die Xeno-Bedrohung auf Karlak aufzudecken? Korrekt. Wie ihr bereits wisst, ist Karlak eine der Festungswelten im Eisenkragen und damit darf sie auf gar keinen Fall fallen. Sollten wir unentdeckt eine solche Xenos-Bedrohung hier finden, dann wäre das verheerend. Habt ihr schon irgendwelche Informationen über die Art der Xeno-Bedrohung oder der Xenokultisten, welche Art von Xenos sie anbeten? Leider nein. Die Aufzeichnungen des Inquisitor Vincent dürften darüber Aufschluss geben. Haben wir die schon, Bruder? Ich vermute, dass sie in seinen Gemächern zu finden sein werden. Beziehungsweise der Lord General könnte sie haben. Wir werden uns der Sache annehmen, sobald wir am Boden sind. Ich denke, dann sollten wir aufbrechen und nicht weitere Zeiten verschwenden. Wir sollten uns zur Vorbereitung und zum Gebet zurückziehen. Ja, genau diese Vorbereitungen, die sind es gerade, die mir etwas Sorgen bereiten. Weil wenn wir jetzt schon wüssten, um was für eine Art von Xenowesen es sich handelt, könnten wir unsere Ausrüstung darauf abstimmen. Da spricht der Ultramarine aus euch. Wir sollten davon ausgehen, dass es sich um aquatische Lebensformen handelt. Die einzige Ausrüstung, die ihr braucht, sind die, die euch der Imperator gegeben hat und euer festen Glauben. Und mein Kettenschwert, ist es egal, ob welches Fleisch es durchfressen darf. Genauso meine Axt. Wenn ihr mögt, wir haben einige Räume, auch in diesem Turm für euch bereitet. Ihr könnt dort den Schwur des Augenblicks leisten und dort ein Gereinheitssiegel von mir bekommen. Wir haben dazu zwei Cherubim abgestellt. Dies ist akzeptabel. In der Tat. Lasst uns gehen, Brüder. Ich vertraue auf eure Expertise. Ich hoffe, ihr habt auch was zu trinken. Ich schüttle den Kopf und gehe. Ja, ich muss auch ein wenig den Mund zukneifen und ihn meinen Bruder Thordal streng anschauen.
Anella, du hast den Astartes gehört. Bring Wasser. Dann marschieren alle bis auf einer von uns grinsend aus dem Raum. Torda guckt gerade etwas zweifelnd die Inquisitorin an. Wasser? Torda, Bruder, komm mit uns. Aber feiern könnt ihr, wenn wir zurückkehren. Unser Wolf hat doch noch gar nicht sein Wasser bekommen. April, dieses Gespräch hatten wir doch schon, oder? Ich klopfe Torda noch einmal auf die Schulter und verlasse dann ebenfalls den Raum.